Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich habe ein neues Videotagebuch oder auch Vlog von unserem Fachwerkhaus für euch. Jawohl, ja, worum geht's? Ja, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie man effektiv Flecken von Wände entfernt, dann müsst ihr auf jeden Fall weiterschauen. Ansonsten, was haben wir gemacht? Ich habe die Bruchsteinmauer ausgebessert, da war uns ja so ein kleines Unglück passiert mit dem, ja, dieses kleine Löchlein, was da entstanden ist. Das muss natürlich wieder zu, da habe ich mich drum gekümmert und so generell die Bruchsteinwand vorbereitet für den nächsten Arbeitsschritt, der da wäre dann das Verputzen und so weiter. Und apropos Putz, ja, in dem anderen Anbau, in dem, ja, ich nenne mal den Porotonanbau, da mussten wir natürlich den Putz von der Wand kloppen. Habe ich ja im letzten Video schon angefangen, habe ich jetzt heute weitergemacht, beziehungsweise in diesem Video. Wir sind noch nicht fertig, da ist noch ein bisschen Putz zu machen, aber wir müssen schauen. So, Freunde, ja, ich würde sagen, ich laber gar nicht lange rum, wir kommen gleich zu dem Beitrag und ich wünsche euch viel Spaß beim ja, Anschauen. Ja, und wir machen genau an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich hatte die Wand ja letztes Mal nicht ganz fertig gemacht. Das hole ich jetzt heute nach, diese Scheiße da über den Fenstern weg. Und ja, da diese, ja, die Reste von der Elektroinstallation, die da noch zum Vorschein kommen, die habe ich natürlich in dem Zuge auch weggemacht. Ich denke, das mache ich mal besser neu. Ja. Da hänge ich jetzt nicht ganz so dran, würde ich sagen. Jo, naja, auch hier, wie man sieht, der Putz geht eigentlich relativ gut von der Wand. Da, wo er richtig schön dick aufgetragen ist. Ich weiß nicht genau, ob die den nicht richtig vorbehandelt haben, also die Wand nicht richtig vorbehandelt haben oder woran das liegt. Also der ist wirklich an einigen Stellen, ist er da ja schon fast quadratmeterweise von der Wand von selber abgefallen. Tja, woran das genau liegt, ich muss mal den Maurer fragen, was wir da machen müssen, damit das bei uns nicht auch so scheiße ist. Ich meine, gut, andersrum, das kommt mir hier natürlich sehr zugute, dass das alles so scheiße ist. So geht es wesentlich leichter wieder ab. Ja, hier an der Stelle, da musste ich jetzt hier, da bin ich so ein bisschen vorsichtiger am Gange. Man sieht das hier auch schon, da kommt von oben ein Kabel runter. Und das ist die Zuleitung fürs Nebengebäude, da ist noch voll Dampf drauf. Die wollte ich erst später umlegen. Das heißt, hier muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, dass ich mit dem Stemmhammer da nicht voll in die 400 Volt reinhaue und da den Zappelpeter da auf der Leiter dann gebe. Ja, deshalb an der Stelle bin ich ein bisschen vorsichtiger unterwegs, dass ich das Kabel da erst in Ruhe freilege und ja, dann kann man an der Wand wieder Vollgas geben sozusagen. Ja, ich bin übrigens auch am Überlegen. Ich weiß nicht, was eure Meinung so ist an dieser Stelle, das muss ich auch nochmal besprechen mit den Fachleuten vor Ort, aber dass diese beiden Wände da jetzt, also links im Bild und da, wo ich gerade bei bin, das sind im Prinzip Außenwände und da plane ich oder überlege ich durchaus, das ist jetzt nur diese Porotonschale, also das ist ein 24er Porotonstein und mehr nicht, ne? Also da ist jetzt von innen nur der Putz dran und von außen ist auch nur so ein Putz dran und das ist alles, also komplett ungedämmt, wenn man so möchte, ja. Und ich bin überlegen, was man da macht. Also in dem Bruchsteinanbau und im Fachwerk, ganz klar, da machen wir halt Innendämmung. Aber die Frage ist, wie ich das hier dämme. Also ich bin ja tatsächlich am Überlegen, ob ich das von außen, ja Leute, schlagt mich nicht tot, aber mit so einem Wärmedämmverbundsystem verbinde. Also diese beiden Wände, das denke ich, kann man relativ gut integrieren in das Gesamtbild, wenn man da so einen Putz dran macht, wie im Nebengebäude. Ich kann euch das mal hier einblenden, was ich meine. Und wenn man das in diesem Stil, ja, im Prinzip verputzt, dann denke ich, sieht das ja, also so verputzen würde ich es sowieso von außen, ne? Also ob ich es dann von außen dämme oder peng. Aber die Wand ist im Prinzip, ja, ist ja diese Porotonwand, ne? Und, ja, warum sollte man da jetzt unbedingt sich eine Innendämmung dran bauen, wenn man das auch von außen dämmen könnte jetzt an dieser Stelle? Ne? Ich weiß nicht, wenn ihr dann eine Meinung zu habt, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir da im nächsten Tagebuchvideo schon ja, eine Richtung. Weil so langsam, das ist jetzt die Sache, so langsam muss ich mich für solche Dinge entscheiden, weil das jetzt auch an das Bestellen von dem ganzen Zeug dann geht. Ja? Also wir, so langsam machen wir ja auch Nägel mit Köpfen hier, so ist ja nicht. Ja, wie man hier sieht, in der Zwischenzeit im Hintergrund bin ich fleißig am Arbeiten und an dieser Stelle jetzt, also je weiter ich in diese Ecke komme, desto schwieriger ist es, diesen Putz abzukriegen. Also ich weiß nicht genau, was sie in der Ecke anders gemacht haben oder besser oder weiß der Teufel. Also da ist ja zum Teil auch nicht ganz so dick und ja, da geht der echt schwierig ab. Also da habe ich nochmal richtig gekämpft und das war echt ein bisschen ätzend, so weißt du, so am Ende des Arbeitstages, ja, wenn sich dann der Putz, wenn du dann denkst, ah komm, diesen Quadratmeter, den kriegst du jetzt noch schnell weggebämst und dann wehrt er sich da noch so verbissen, ja, das war nochmal etwas ätzend. Aber grundsätzlich, was ich meine, und man sieht es ja auch, geht der Putz eigentlich relativ gut ab. Also so eine Aufgabe braucht man sich eigentlich nicht bange vormachen, finde ich. Kriegt man ganz gut hin, mit einer kleinen Maschine natürlich nur, mehr braucht man da nicht für.
war auch wieder klar. Die letzte Ecke da unten, wenn die Kraft nachlässt, da, die wehrt sich natürlich noch am meisten. Da hat aus irgendwelchen Gründen auch immer, hat da der Puls irgendwie gut gehalten. Ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden. Ging ja ganz gut ab, ne? Kann man ja noch sagen. Aber da unten die Ecke wieder, Alter, das ist immer die letzte Ecke, die, nur noch eben die Ecke, dann bin ich fertig. Ja, ja, und dann stehst du da. Alter, Mann. Oh. Ja, bevor es mit der nächsten Aufgabe weitergeht, erstmal eine kleine Pause. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Das ist übrigens auch eine sehr gute Gelegenheit für euch, mich ein wenig hier zu unterstützen, indem ihr auf Like klickt oder auch gleich ein Abo dalasst. Dankeschön. So, ja, heute versuchen wir uns mal so ein bisschen am Bruchstein mauern. Das habe ich auch noch nie gemacht, aber zum Glück ist das jetzt hier nicht so was Wichtiges. Also hier dieses Loch ist ja hier, das ist ja praktisch alles auseinandergefallen, weil da überhaupt nichts befestigt war. Und ja, hier war auch nur so eine Platte vorgelegt und was, also das war sowieso alles Murks. Und ich habe mir jetzt von meinem Riesenhaufen draußen, habe ich mir jetzt mal ein paar Bruchsteine reingeholt. Und ja, ich werde mal gucken, dass ich das zumindest wieder zukriege hier, das Ganze. So ein bisschen das schön mache und ja, dass wir dann hinterher die Wand verputzen können. Ja, so, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, gucken wir mal. So, ist ja auch immer so ein bisschen eine Wissenschaft, glaube ich. Aber naja, kriegen wir schon hin. Jetzt so im Nachhinein gesagt, ja, habe ich da diverse Fehler gemacht. Das heißt, das geht schon im Prinzip damit los, dass ich einfach zu meinem Bruchsteinhaufen gegangen bin und habe mir einfach, wirklich einfach so irgendwelche Steine darunter genommen. Ja, habe die so ein bisschen nach Größe, habe gesagt, okay, ein paar dicke für unten drunter legen und dann so ein paar mittlere, so die man dann und nach oben hin halt kleiner, weil ich ja irgendwie diese Lücke dann schließen muss. Ja, so weit, so gut. Aber ich habe halt einfach irgendwelche Steine genommen, anstatt so ein bisschen mal zu überlegen, okay, man nimmt natürlich idealerweise welche, die so ein bisschen eckig sind, die möglichst wenig Schrägen haben, die man halt gut mit einer Wand abschließen kann und so weiter. Das sind so die Erfahrungen, die machst du halt. Ja, wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht und da das jetzt an dieser Stelle nicht so wichtig ist, was ich da mache, das muss halt nur, das Loch muss zu, da muss ein bisschen Material rein. Das hätte ich auch mit Klinkern zumauern können, aber ich wollte es einfach mal probieren mit Bruchsteinen, warum auch nicht. Und das wird nachher verputzt, da sieht kein Mensch was von. Ne? So, von daher, ja, das sind so dann die Sachen, deswegen muss man das ab und zu mal zwischendurch einfach mal selber probieren. Hätte man sich jetzt vielleicht vorher noch ein bisschen drin einlesen können und so weiter und so fort, dann hätte ich meine Auswahl der Steine, also ich bin auch zwischendurch mit der Schubkarre mehrmals nochmal hingefahren und habe dann nochmal, ja, meine, ich sag mal, mein Wissen habe ich ja adaptiert an die Erkenntnisse, weil ich hier halt schon beim Sortieren immer so festgestellt habe, oh scheiße, irgendwie passt das alles vorne und hinten nicht mit diesem blöden Stein. Und ja, hier habe ich dann so die nächste Rutsche und probiere dann so ein bisschen aus und ja, es ist halt ja, so ein bisschen Fummelei, ne? Aber so Bruchsteinmauern ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht ganz so einfach, ne? Weil man halt immer viel überlegen und probieren muss. Ne? Ich habe auch wirklich dann immer vorher die Steine erst hingelegt, so ein bisschen geguckt, wie man die legen könnte, wie es ein bisschen Sinn macht und so weiter. Und erst dann habe ich dann den Mörtel angerührt und habe das dann da festgemacht. Und ja, so jetzt, ich denke mal, wenn ich das jetzt nochmal machen müsste, dann, ja, wie das immer so ist, dann ist man halt ein bisschen schlauer, ne? Aber insgesamt hat es eigentlich recht gut funktioniert. Ich habe das hier auch in mehreren Teilen gemacht, wie man sieht. Ich habe zwischendurch mal einen Schnitt immer drin, weil ich halt das mehr oder weniger Reihe für Reihe gelegt habe, damit der Mörtel immer genug Zeit zum Trocknen hat, dass das da nicht so rausquetscht dann an der Stelle, ne? So, dass man halt mehr Verbund und mehr Halt hat da drin, wenn man die nächste Reihe dann drauf mauert. Habe ich insgesamt jetzt 3 Tage für gebraucht, aber das war jetzt in der Gesamtaufwand war das nicht viel. Ne? Also das Längste dauert immer den Mörtel anrühren, ne? und dann so ein bisschen die Steine sortieren. Also das ist jetzt keine große Aufgabe, aber es dauert halt ein bisschen, weil man das über mehrere Tage jetzt verteilt hat, bis der Mörtel immer ja, hart ist sozusagen. Ja, also wenn ihr da zum Beispiel auch irgendwie Erfahrung habt, die ihr mit mir teilen wollt, bitte, bitte, schreibt das in die Kommentare, was man da eventuell besser machen könnte, einfacher oder was auch immer. Also wie gesagt, das Auswählen der Steine habe ich auch schon gemerkt, da muss man ein bisschen mehr drauf achten. Und naja, jetzt hier zum Ende hin, da ist auch das Problem, mir gehen die kleinen Steine aus. Ich habe viele kleine Steine, tatsächlich sind in den Schuttmulde gewandert, weil ich die halt nicht aufbewahrt habe. Ich habe hauptsächlich die großen, also mindestens Handflächen oder noch größer Steine, an Bruchsteinen aufgehoben. Die anderen sind tatsächlich in Schutt gewandert. Und ja, das ist jetzt ein bisschen kacke, weil jetzt fehlen mir die tatsächlich. Und da habe ich dann nicht ganz so eine Auswahl gehabt. Naja, wie das auch ist. Wenn dieses Loch zu ist, dann kann ich jedenfalls verputzen. Ziemlich cool. Dann geht es langsam los, dass ich Material
Material einkaufen muss. Da muss ich auch noch mal sehen. Ich muss ja noch irgendwie noch einen Deal machen mit irgendeinem Baustoffhändler, weil ja, jetzt, wenn das jetzt langsam losgeht, dann bestelle ich ja irgendwann noch mal richtig Material und da muss man ja, glaube ich, auch sehen. Wie habt ihr das denn gemacht bei euren Baustellen? Würde mich mal interessieren. Habt ihr euer Zeug zum Beispiel alles online bestellt oder habt ihr das lokal bestellt? Habt ihr irgendwelche Mengenrabatte gekriegt? Solche Geschichten, das ist jetzt, da habe ich mich noch nie bisher mit befasst, weil ich ja nur abgerissen und rausgeschlürt habe. Aber wenn das jetzt ans Bestellen geht, dann muss ich mal sehen. Ja, so, was weiß ich, kriegt man Mengenrabatte, wenn man jetzt einen ganzen LKW voll Unterputz kauft oder ja, solche Geschichten. Ja, und ja, das wäre nicht cool. Wäre ganz cool. Also wenn ihr da irgendwelche, ja, coolen Lieferanten oder sonst irgendwas habt, schreibt es auch in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, ich bin mal gespannt. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich bin auch mal gespannt über die Preise, was das alles generell so kostet. Ja, also bisher habe ich ja nur günstige Sachen gehabt, sage ich jetzt mal. Also Steine, ein bisschen Baustahlmatte und so. Aber ich habe das Gefühl, diese Naturklamotten, die werden nochmal richtig teuer später. Ja, und dann ging es auch weiter an der anderen Seite, also unter dem Fenster, das hatten sie auch, da muss wohl irgendwie ein größerer Durchbruch gewesen sein, ob das mal eine Stalltür war oder weiß der Teufel, das hatten sie jedenfalls auch nur mit Kalksandstein hochgemauert und das Fenster reingesetzt. Und da sie das ja nochmal, da war ja nochmal eine Wand vorgemauert, haben sie das halt nicht bündig gemacht mit der anderen Wand. So, und da wird das jetzt, man sieht da ja diesen Abstand, da kann ich jetzt ja einen kompletten Stein, kann ich da ja noch hochkant reinlegen. Und selbst dann bin ich noch nicht bündig mit der Wand, ja. Und ja, da ist halt eben, damit wir da nicht da 20 cm dicken Putz auftragen müssen, mauere ich jetzt hier praktisch eine kleine Mini-Innenwand noch hoch, damit ich die, ja, damit ich das zumindest so halbwegs bündig kriege mit der restlichen Wand, damit wir das dann in eins verputzen können und da nicht ja, noch irgendwelche großen Geschichten da bauen müssen. Ja, das ist jetzt hier auch die Steine, die hatte ich noch über, beziehungsweise also nicht wundern, warum da manche so ein bisschen komische Farbe haben, die lagen jetzt draußen eine Zeit lang. Die hatte ich irgendwo am Anfang des Baus abgerissen. Ich weiß gar nicht mehr wo habe ich die denn abgerissen? Keine Ahnung, bei irgendeiner Wand fielen die praktisch bei ab, da sind die relativ heile bei geblieben, weil man das so umreißen konnte. Und da habe ich die weggelegt in weiser Voraussicht, weil ich gesagt habe, na komm, irgendwo kannst du die bestimmt nochmal einbauen. Naja, das ist jetzt hier der Fall. Da habe ich jetzt draußen so eine halbe Palette von diesen Steinen liegen und da konnte ich jetzt wenigstens so ein paar wieder von verbauen. Ja, also ich denke mal, der andere Teil geht in die Küche, in den Bereich, wo ich unten noch die Wand ausbessern muss. Da werde ich wohl auch noch welche einbringen. Solche Sachen sind auch übrigens sehr, sehr gut als Eigenleistung zu bringen. Wie man sieht, ich mache es ja auch selber, ohne irgendwie Ahnung davon zu haben. Und man kann ja nicht viel kaputt machen. Man sieht hinterher nichts von. Also wenn das auch alles ein bisschen krumm und schief vielleicht dahinterher ist, pff, was soll's, ne? Kommt ja eh Putz drüber. Alles gut, ne? So, da kannst du lernen, Mörtel anzurühren. Da kannst du lernen, so ein bisschen Stein in der Hand zu nehmen und so weiter. Ist tippitoppi quasi erste Lehrjahr. Maurerlehrling, alles gut, ne? Und sparst auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Geld, wenn du es selber machst. Und ja, so sieht's aus. Und geht relativ fix. Man sieht ja, hier bin ich schon fertig. Und dann kann ich auch weitermachen mit dem Putz, denke ich mal. Geht's dann weiter im, ja, in diesem Fall im nächsten Video. Ha, da bin ich wieder und hab das mitgekriegt. Ich habe tatsächlich über ein Wärmedämmverbundsystem gesprochen. Ich, der Fachwerker, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an der Stelle verdammt wenig Erfahrung, weil ich mich mit sowas noch nie auseinandergesetzt habe. Die Idee ist mir praktisch erst beim Putz von der Wand kloppen gekommen, weil nämlich dieser eine Anbau, der da ist, der ist vor ungefähr 40 Jahren bei dieser Renovierung vom Haus gebaut worden und das ist letzten Endes einfach nur dieser Porotonstein, dieser 24er. So, ungedämmt ohne alles. Und da könnte man theoretisch, also ich muss mich noch schlau machen, wenn ihr da irgendwelche Ideen oder was habt, auf jeden Fall schreibt es in die Kommentare. Das könnte jetzt eventuell eine Möglichkeit werden, an dieser Stelle, an dieser Außenwand, einfach ein Wärmedämmverbundsystem dran zu klatschen oder irgendeine andere adäquate Außendämmung, weil an der Wand sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Ja, naja, muss ich mal gucken. Ich werde mich da noch schlau machen. Bitte steinige mich nicht für die Idee. Manchmal ist es auch so ein bisschen Brainstorming, was wir hier machen müssen. So, ansonsten würde ich sagen, keine Sorge. Ich mache an dem Fachwerk natürlich kein Wärmedämmverbundsystem dran. Da wird alles aus natürlichem Kram gemacht. Das wird noch richtig cool werden. Und da schauen wir mal. Da geht es auf jeden Fall weiter in den nächsten Videos. Wir haben ja noch so einiges vor uns, wie man weiß. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, Freunde, danke fürs Zuschauen, wie immer.
Und wenn ihr es noch nicht getan habt, ich würde mich wie immer über ein Like freuen und natürlich auch ein Abo. Ja, das ist immer cool. Und an der Stelle sage ich Dankeschön und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.